Name des Mörders ist Karl Erik Dasslow. Er hat mit Vorsatz gehandelt. Karl Dasslow war ein Einzelgänger und ein labiler Neurotiker. Dasslow hat allein gehandelt. Es konnte kein überzeugender Beweis für einen Mittäter oder für eine Verschwörung erbracht werden. Im Moment seiner Verhaftung hat Karl Erik Dasslow selbst... Ein Mitglied der Kommission Heiniger, die zur Untersuchung des Mordes an Präsident Jarry eingesetzt worden war, hat sich geweigert, den Untersuchungsbericht zu unterschreiben. Dieser Mann ist der Generalstaatsanwalt wohl nicht. Ist es wahr, dass bei Beginn der Arbeit unserer Untersuchungskommission von der höchsten Stelle unseres Staates eine Forderung an Sie herangetragen worden ist, die etwa so lautete? Sorgen Sie dafür, dass bei Ihren Untersuchungen herauskommt, dass Dasslow der alleinige Täter ist. Und dass es niemals eine Verschwörung oder ein Komplott gegeben hat. Minos beschließt einstimmig die Auslösung der Aktion I, wie Icarus. Operation I, wie Icarus, muss am 17. Juni vor Mitternacht abgeschlossen sein. Wir müssen diesen Mann finden. Wenn er nicht vergessen hat, einen Film in seine Kamera zu tun, müsste er mit hoher Wahrscheinlichkeit die wichtigsten Phasen des Abwärts gedreht haben. Haben Sie eine Erklärung für das Geheimnis, dass drei Patronenhülsen dicht nebeneinander liegen, sich fast berühren? Ich glaube, das ist mehr als ein Geheimnis, Monsieur. Das ist ein wahres Wunder. Hören Sie auf! Ich weigere mich, weiterzumachen. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie haben Angst, Monsieur, und Sie haben auch allen Grund dazu, Angst zu haben. Sie wissen es vielleicht nicht, aber es gibt außer Ihnen noch 8 Personen, die genau wie Sie etwas gesehen haben an dem Tag, als der Präsident ermordet wurde. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Reden Sie mit denen und gehen Sie mir nicht auf die Nerven. Leider kann ich mit denen nicht mehr reden. Diese 8 Personen sind nämlich tot. Aber eines natürlichen Todes ist keiner von ihnen gestorben. Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, Monsieur Volney, lesen Sie nicht zu viel Spionageromane. Wenn den Autoren gar nichts mehr einfällt, schreiben Sie über Geheimdienste. Aber die Herrschaften sind wenigstens vorsichtig genug, darauf hinzuweisen, dass Personen und Ereignisse in ihren Romanen frei erfunden sind.